Die Skeleton Coast, Namibias Küste am Atlantik mit dem größten Schiffsfriedhof der Welt. Und ein Superlativ der ganz besonderen Tierart. Lasst euch überraschen. Viel Vergnügen. Wir befinden uns an der Atlantikküste Namibias, einer wilden, extrem ariden und menschenfeindlichen Gegend. Die Küstenlinie hoch in den Norden bis Angola gehört bis heute zu einer für die Seefahrt gefährlichsten der Welt. Unzählige Schiffswracks legen seit Jahrhunderten ein gruseliges Zeugnis davon ab, wobei Wind und Wellen mittlerweile fast alle Spuren beseitigt haben. Unsere Reise startet in Swakopmund und geht hoch in den Norden, wo eine besondere tierische Überraschung, nein, ein Superlativ, Reisende aus aller Welt anlockt. Links und rechts der Fahrbahn immer wieder die typischen stark versalzten Flächen, wie ausgetrocknete kleine Seen. Die tiefen Offroad-Spuren im weichen Sand zeugen von der Leidenschaft der Namibianer am Wochenende. Strandangeln. Die Zeiler, ein Schiff überschaubarer Größe auf dem Weg nach Indien, wurde im Jahr 2008 das vorerst letzte Opfer der unberechenbaren Strömung der Skeleton Coast. Und das bleibt von einem Ölfass nach nur wenigen Jahren unter diesen extremen Bedingungen übrig. Und das wohl vom Captain. Entlang der Fahrbahn wird das typische Mitbringsel der Küste angeboten, die meist rosafarbigen, eindrucksvollen Salzkristalle. Und dann ist es soweit. Wir erreichen Cape Cross, einem der Sehnsuchtsorte aller Meeresbiologinnen und Meeresbiologen. Tausend Seerobben hinter mir, neben mir, unter mir. Es ist Wahnsinn. Es ist die größte Seerobbenkolonie der Welt. Und zwar mit Abstand. Hier riecht es bestialisch. Es ist ein Gestank, der ist nur auszuhalten, weil heute ein starker Wind von seewärts kommt. Es hat bis vorhin geregnet. Auch das führt dazu, dass hier alles in Matsche ist. Es ist Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie gesehen. Man hört im Hintergrund das Lachen, das Grunzen. Also sowas muss man schon erlebt haben. Das kann man im Film wahrscheinlich gar nicht so rüberbringen. Im Meer, es wimmelt voll schwarzer Robben, Jungrobben, unten die Felsen sind schwarz vor Robben. Es scheint gerade
die Geburtensaison zu sein. Das Meer, man sieht das, das Meer ist voll mit Robben. Sie kommen und gehen, das ist irre. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Also dieser Trip hier, die Skeleton-Küste hoch, Skeleton Coast, die Skelettküste hoch, hat sich wirklich gelohnt. Cap Cross, die größte Seerobbenkolonie der Welt. Wahnsinn, Wahnsinn. In unmittelbarer Nähe der Robbenkolonie treffe ich auf Liane, die meine Begeisterung für ein kleines, eher unscheinbares, aber unter Biologinnen und Biologen bekanntes Terrain teilt. Eine einzigartige Ansammlung verschiedenster Flechten, teils absolute Raritäten auf kleinstem Raum. Welcome to Namibia. Der nächste Trip. Überraschung. Euch eine gute Zeit und ciao, ciao.